Ich muss mich mal wieder rasieren. Wie siehst du denn aus? Hier alles, was ich. Guck mal hier. Schicki, ja? Aber so, ich möchte gerne, wenn Corona zurück ist, weg ist, rasiere ich mich wieder. Ja, weg ist. Aber das kann sein, dass ich bis Weihnachten durchhalte. Da braucht diese keine Perücke. Kannst du Weihnachtsmann? Keine Perücke. Ja. Hallo Borkheide, hallo Welt, da sind wir wieder. Matze und Lutze, grüß euch. Übrigens, Weihnachten, ne? Wir hatten heute den 25. Mai. Juni, Juli, August, September, Oktober, ja. 7 Monate. Ein Glück, dass du so viele Finger hast. Zeit für Weihnachtsgeschenke. Ein Glück, dass du genug Finger hast. Du hättest jetzt nicht rausgekriegt, wie wenn viele Monate. Wenn ich mit der Säge falsch gearbeitet hätte, wäre es nicht mehr möglich gewesen. Ja, Corona ist immer noch hier in Borkheide und nicht nur hier. Es ist nichts mehr los in der Welt. Corona nicht in Borkheide. Ja, ich habe letzte Woche gesehen, bei Netto waren die gewesen in der Tiefkühltruhe. Hat mal bei dir an der Tür geklingelt. Und da war nicht. Und nichts los in Borkheide. Keine Veranstaltung. Es wird immer langweilig. Die Fliegerheim hat zwar offen. Ja, Wortfindungsstörung? Naja, man wird ja komisch. Ich weiß gar nicht, welcher Tag heute ist. Du hast Stau auf der Satzbaustelle, ne? So, ich glaube, heute ist Montag. Und am Donnerstag war übrigens Herrentag, da ging das Wetter noch. Ansonsten war dein Wetter mal wie immer scheiße. Schönes Wetter gewesen. Ja, von wegen 14 Grad sind heute. Gestern hat es geregnet. Auf meiner Baustelle rum. Und nass war es auch noch gewesen. Und Freitag war es noch schön. Das mit dem Wetter kannst du vergessen. Das ist nichts. Du bist so durch mit dem Wetter. Das geht überhaupt nicht. Das mache ich heute. Wenn hier einer für die Waldbrandstufe sorgt, und zwar nach unten, bin ich das. Herrentag waren auch ein paar Leute unterwegs. Ich habe die Judeln und Jodeln gehört hier unterwegs. Schön den ganzen Abend Musik. Okay. Irgendwo in Borkheide. Mhm. Ja. Naja, war ja Herrentag, was soll's. Hans-Grade-Museum öffnet auch ab 6.6. die Pforten. 14 Uhr. 14 Uhr? Mit PF. Mit PF? 14. 14? Mhm. Gibt es da auch eine Abstandsregelung? Bestimmt, oder? Wer hinten reingeht, muss vorne rausspringen oder so. Mhm. Mal gucken. Keine Ahnung, wir haben es von der Borkheide-Webseite abgelesen. Vielleicht steht der Termin ja. Weil wir gar nicht so viel haben, können wir mal ein bisschen dumme Zeug quatschen. Matze hat nämlich erzählt, dass der Ahornweg fertig wäre. Hier, der hat ein Ding am Kopf von wegen. Ich habe nämlich gesehen, dass der Ahornweg ganz neu gemacht ist. Von wegen, er kann gar nicht fertig sein. Das sind andere Wege, die fertig sind. Der war fix und fertig. Nein, Asphalt ist drauf. Jetzt ist er fertig. Und? Ganz fertig. Rasen schon sprießt? Rasen schon sprießt? Weißt du, kannst du da ganz Fragen, Sätze, Fragen? Subjekt, Prädikat, Objekt? Ja, hier, willst du das Video zeigen, wie der Straßenfertiger durchgesaust ist? In Höchstgeschwindigkeit. So schnell kann man gar nicht gucken, wie die den hier jetzt. Zack, fertig, hast du gesehen? Nee, war doch drin. Okay. Ja. Und? So schnell geht das. Ja, und ringsum natürlich auch schön Rasen schon wurde angesät. Und übrigens, diese Mulden links und rechts der Straße, das sind keine Parkbuchten. Die sind nämlich etwas tief. Und wenn man da reinfährt, kommt man ganz schlecht wieder raus. Also wenn schon, bitte nur auf den Bitumen fahren und nicht durch quer über den alten gedachten Sandweg. Den gibt's nicht mehr. Bitte bleibt auf der Straße. Auch die Einfahrten. Und das ist auch ringsum alles neu gemacht mit Rasen und der muss erstmal wachsen und das muss ich erstmal ein bisschen setzen und dann geht's auch weiter. So, jetzt sagt mein Telefon, ich soll zu dir kommen, heute Video machen. Sag mal, du bist doch schon alt, ja? Du weißt nicht, aber jetzt sagt dir dein Telefon, dass du zu mir kommen sollst, Video machen. Wenn ich nach einem stressigen Montag 15 Uhr am Arbeitsplatz zusammensacke und einschlafe, dann macht es wenigstens ein Tülü und dann weiß ich, aha, da war noch was. Ja, jedenfalls ist wieder eine Straße schön geworden und da muss ich mal gucken, ob ich mit meinem Motorrad da vorbeifahren kann und mal richtig aufdrehen und zwar am Wochenende. Nee, das ist eine Mautschranke, da kommst du nicht durch. Ja, ich sehe schon. Am Wochenende soll übrigens verboten werden, am Wochenende Motorrad zu fahren. Ich weiß nicht, wie man auf so eine hirnrissige Idee kommt. Fahrradfahren finde ich aber auch am Wochenende echt auch scheiße. Das sollte auch verboten werden. Alles. Ja. Alles. So, irgendwie finde ich das ein bisschen krank. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, Motorradfahren am Wochenende zu verbieten. Wegen Corona. Das hat doch mit Corona nichts zu tun. Das soll doch für immer gelten. Alles verboten wegen Corona. Also ich finde das total, also muss ich mal sagen. Das ist jetzt ein Totschlagargument. Also ich finde das irgendwie, ich weiß nicht, es ist jetzt demnächst eine Demo in Berlin am Sonntag, am Pfingstsonntag, eine Demo, eine Motorraddemo. Aber irgendwie,
kann mir keiner plausibel erklären, was jetzt der Unterschied zwischen 2 und 4 Rädern ist. Ich weiß auch nicht. Vielleicht muss man die Quellen nochmal genau nachzitieren, um was es da überhaupt geht. Aber komisch sieht es erstmal aus, dass Leute zu einer Demo aufrufen gegen, also für gegen Motorradfahren am Wochenende. Und weil wir ja gerade dabei sind, so richtig rumzuhetzen, ja, der RE7 wurde auch umgeleitet. Hat der auch Fahrverbot? Na, ist wahrscheinlich, ja. Der soll jetzt nicht mehr über Babelsberg, Drehbrücke Babelsberg. Aber fahren. Nur an den Wochenenden 12., 19. und 26. Juni. Dann geht es einmal Umleitung, das ist aber auch nur abends von 22 Uhr bis nachts. 2.45 Uhr. Ach so, dann später. Das steht da drauf, aber ja, das glaube ich nicht, weil die Uhrzeiten stimmen noch nie bei der Bahn. Meinst du? Ich glaube nicht, aber egal. Ja, jedenfalls haben die eine Umleitung wegen Bauarbeiten. Es werden nämlich Brückenkabel und Oberleitungsarbeiten in Sedin gemacht und deswegen muss der Zug woanders langfahren. Ich habe erst gedacht, die müssen jetzt über Borgwalde, aber ich glaube, das geht noch. Wenn der in Hallstätten, dann blinkt der links und fährt nach Sedin? Über Linewitz. Achso. Okay. Fährt Linewitz. Kann es sein, dass du jetzt komisch wirst? Weißt du so? Ich weiß es. Was heißt komisch werden? Ist egal. Ja, und weil wir sonst nichts zu erzählen haben, der Zug wird umgeleitet. Wusstest du eigentlich, dass der Zug umgeleitet wird? Ich fahre gar nicht mit dem Zug. 3 Wochen. Oder ganz selten. Das letzte Mal waren wir zum Weihnachtsmarkt nach Babelsberg mit dem Zug unterwegs. Übrigens, um zum Wetter zu kommen, weil du gerade davon sprichst. Nee, das kannst du vergessen. Erzähl du mir nichts vom Wetter. Das wird schlecht. Heute bin ich mal dran. Leute, ich verspreche euch, ab morgen scheint die Sonne. Er kriegt das ja nicht hin. Er macht immer mieses Wetter. Und wir kommen jetzt in Temperaturen um die 22, 23 Grad. Und das soll sich dann so für die nächsten Tage, bis zum nächsten Montag zumindest, so ein bisschen so halten, lieber Matze. Sonne pur. Ja. Und nicht hier kalte 14 oder 11 Grad und Sturm und Regen. Wir haben Mai und nicht März. Ab Donnerstag geht's aber mit den Höchsttemperaturen von 23, die du gesagt hast, wieder auf 21 zurück. Darfst du nicht vergessen. Die 2 Grad bei dir gehen ja um 20 Grad zurück, von 30 auf minus 10. Ich kann nur sagen, immer wenn man Montag miese Laune hat, dann kann man auch rausgucken und weiß genau, worum man arbeiten ist. Das ist auch toll. Deswegen bist du auch heute hier drinnen und hüpfst nicht draußen rum. Man braucht sich auch nicht ärgern, dass es draußen nicht ganz so warm ist. Ich war draußen. Ich habe gemauert. Jetzt bin ich wieder drin. Du hast hier einen Fussel übrigens. Das ist mir egal. Ja, ich habe von seiner Baustelle kontrolliert. War er zickig dann. Ja, wieder einen schiefen Blick, dem hat die Wasserwaage gefehlt. Ich habe ohne Wasserwaage geguckt. Das war lustig, der ganze Lutz ist richtig aufziehen. Das ist das hier alt schief. Und dreht er durch. Schief ist Englisch. Und das Englisch ist modern. Drehen wir mal draußen im Film an deiner kleinen Baustelle und dann spielen wir das nochmal nach. Das ist erst, wenn es fertig ist. Dann. Ja, okay. Das war's für heute schon, Matze. Hast du noch was? Ich habe heute nichts weiter. Du hast auch nichts. Ne? Nee. Ach doch, ich habe noch, was der Bürgermeister macht, wieder Sprechstunde. Die nächste ist aber im Juni erst, habe ich gesehen. Am ja, siehst du. 27. Aber er macht ja immer Sprechstunden. Das auf der Seite borgheide.de zu lesen. Jo, das war's. Keine ich glaube, wir haben nicht mehr. Wir haben jetzt haben wir schon 10 Minuten dummes Zeug gequatscht. Ja, ne? Hammer. Tschüss, Mathe. Ihr könnt doch abschalten. Wir machen noch weiter. Wir können doch abschalten. Wir machen trotzdem vielleicht weiter. Passiert einfach nichts. Sicher, nicht mal mehr mit Motorrad darf man am Wochenende fahren. Ey, mich gruselt's. Okay. Wir sehen uns wieder am nächsten Montag. Wann ist denn Pfingsten? Jetzt Wochenende? Ja, wir sehen uns vielleicht am nächsten Montag auch nicht. Mal gucken. Ist da Feiertag? Oder vielleicht doch. Ist da Feiertag? Pfingstmontag? Da senden wir aus dem Garten. Ach, aus irgendeinem. Aber bei schönem Wetter. Du hast schönes Wetter angesagt. Kann nicht passieren? Ja. Wir gucken mal. Und wenn, bist du selber schuld. Okay. Wenn nicht. Tschüss, Leute. Macht's gut. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Matze und? Lutze. Tschüss. Bye, bye.